So Leute, ich habe auf jeden Fall leider eine traurige Nachricht an euch. Ihr könnt ja jetzt schon hier selber hier sehen. Es ist leider kein Update heute gekommen und es wird auch wahrscheinlich, so wie es aussieht, morgen auch keins kommen. Bis jetzt hat sich Fortnite noch nicht auf Twitter dazu geäußert, aber falls die das bis spätestens 1 Uhr morgens machen, dann werde ich euch das Ganze wahrscheinlich im Shop-Video dann euch erzählen, dass dann ja heute ein Update bzw. dann morgen ein Update kommen wird. Ich hoffe ganz ehrlich, dass morgen ein Update kommt, weil wir haben einfach keinen Content, den ich euch bringen kann. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann keine Videos machen. Ich kann euch einfach nichts zeigen, was neu ist, was weiß was ich was jetzt dann kommt. Neue OG-Stile für den Codename Elfskin. Ich kann euch einfach hier nur den Shop zeigen. Tragt meinen Creator-Code ein, wenn ihr mich supporten möchtet. Abonniert meinen Zweitkanal, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt. Denn da sind wir auch kurz vor den 1000 Abonnenten. Dann wird euch auch ein sehr cooles Abonnenten-Special ja auf euch zukommen. Da habe ich ja heute auch schon ein Video dazu hochgeladen. Könnt ihr gerne abchecken und eure Fragen mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, sollte hier nur eine kurze Info sein, falls ihr euch fragt, ja, hä, wo ist denn jetzt eigentlich das Update? Ja, es ist bis jetzt leider immer noch nicht da. Die ganzen Leaker sind auch schon sauer, dass sie keinen Content haben. Ich bin auch jetzt so langsam ein bisschen genervt davon, dass ja, wir einfach keinen neuen Content bekommen. Ich hoffe wirklich, dass wenn sie das Weihnachts-Update raushauen, dass es richtig reinhaut und dass wir jeden Tag Challenges bekommen, kostenlose Items, Battle Pass Erweiterungen bis Stufe 200, kostenlose Skins, kostenlose Spitzhacken, Emotes, Tänze, alles mögliche, würde ich mega mega feiern. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr neu da seid, würde mich mega mega freuen und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.